Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Flatworld. Ja, nach einer gefühlten halben Ewigkeit, eigentlich in einem Monat, kommt mal wieder eine neue Folge. Eigentlich hätte ich noch eine Folge gehabt in meinem Ärmel, nur ich habe sie noch nicht geschnitten, weil ich krass bin. Ich weiß. Gut, ich habe angefangen. Hab's bis zum Der will Intro geschafft. zählt. Hab's bis zum Intro geschafft. Ja gut. Ja, ich werde mich dran setzen und das cutten. Genauso wie diese Folge. Genau. Wir sind hier, keine Ahnung, Folge 7 oder was es ist. Im Winter, keine Ahnung warum Winter. Ich habe immer noch mein Weihnachtsoutfit an. Ich habe aber auch seit einer halben Ewigkeit kein Minecraft mehr gespielt. Und hab komischerweise ein Weihnachts-Texture-Pack-Skin, Texture-Pack drin. Keine Ahnung warum. Okay. Wir haben in der letzten Folge hier komische Strohmänner aufgebaut. Frank, Gerbert, der hat noch keinen Namen. Und ich weiß nicht, ob ich das On-Cam noch gezeigt habe, wie wir die aufgebaut haben. I don't know. Aber wir haben hier drin jetzt König Willi. Auch wenn er kein Kürbiskopf hat, aber das, also Kürbiskopf, kein Kürbis, aber das müssen wir noch beheben. Ey, die ganzen Zombies unter der Erde, ey, das ist schlimm. Mit dabei ist der Melon-Yoshi. Hallo. Und ja, was werden wir heute tun? Ich glaube, ja, was werden wir denn Ja, du heute kannst tun? was tun. Ich hab was für dich. Du hast was für mich? Ich bin hinter dir. Achso. Okay. Trink einmal das. Oh nein. Seltsame Suppe. Oh. Warte, davon muss ich einen Screenshot machen. Eine Suppe. Irgendwie ein Eine bisschen seltsame beschwerlich. Suppe. Ja. Und? Was gibt's zu dir? Blindheit. Und jetzt noch die. Und? Schwäche. Es ist ja nur Müll, was er verkaufen tut. Alter. Richtig krass. Der Also Dorf wohl es noch drückt verkauft. richtig auf die Augen, wenn alles weiß ist. Ja, in der nächsten Folge werde ich es wieder bearbeiten. Aber ich finde cool, dass hier so kleine Eissteine sind und so. Mehr Bücher irgendwie. Du bist arbeitslos? Wir brauchen ja immer noch Glas, ne? Ja. Schutz. Was wollte ich jetzt? Weiß ich doch nicht. Mann, jetzt habe ich's vergessen. Wir brauchten Smaragde für Bücher, für damit der Bibliothekar Glas handelt, ne? Ja. Zweiundzwanzig Smaragde. Wie viel habe ich? Keine Ahnung. Wir brauchen einen Rüstungsschmied mal, dann können wir uns die Ausrüstung holen. Wo ist denn der Pfeilmacher? Keine Ahnung. Wo ist denn der Oh, wie Bibliothekar? süß! Die Schweine haben einfach Rentier-Dings. Also, das sind Rentiere. Rentiere. Oh, der Eisengolem hat einfach eine Weihnachtsmütze auf. Junge, das sind ja richtig kranker. Du bist bescheuert. Wo ist denn hier der Pfeilmacher? Hallo, Pfeilmacher. Ah, hier bist du. Habe nicht genügend Holz. Oh. Das wird sich gleich ändern. Okay. Der Bibliothekar wurde geupgradet. Echt? Schärfe 2. Oha. Schärfe 2. Sind wir jetzt wieder einen Schritt näher an unserem Ziel? Von Ja. Glas. Ich habe 22 Emeralds. Schärfe 2. Ah, jetzt brauchen wir bloß noch 11. Oh, das geht ja. 11. 12. Wir brauchen mal irgendwie eine schnellere Verbindung von uns zum Dorf. Schien. Ja. Das ist irgendwie mühsam hier die ganze Zeit. Hier baut man Dass es Schienen. kein Zuckerrohr hier gibt. Gibt es irgendeine Möglichkeit, noch Zuckerrohr zu bekommen?
glaube nicht. Ich glaube nicht in der flachen Welt. Ich glaube auch nicht. Achso, Eichen. Ich habe ja noch ein paar Bücher. Oh, ich habe genau jetzt 11. Und Bücher. Na, da hole ich mir noch mal. Wie kann man Dings machen? Schienen. Mit Eisen und Sticks, ne? Ja. Können wir doch rein theoretisch machen. Ich suche mal irgendwie irgendetwas, Bücher. Dancing to the snow in one horse of inside. Ich weiß nicht, wie der Text weitergeht. Ich hab nicht aufgepasst. So, wo ist denn der Bibliothekar jetzt? Hier liegt ein. Den habe ich gegessen. Du sollst nicht immer Menschen essen. Oh, die schmecken gut. Macht man nicht. Hier ist ein Farmer. Aua. Das ist sad. Okay. Bibliothekar. Ey. Wer wagt es, mich anzuschießen? Ich. Bibliothekar. Warum liegt beim Bibliothekarzimmer kein Bibliothekar? Warum liegt ja. Achso, da liegt immer ein anderer Zimmer. So. Gib mir mal Schärfe. Thanks. Welches Level muss der sein, damit wir Glas kriegen? Er muss noch ein Level erreichen. Also insgesamt muss er Level 3 sein. Das heißt, die nächste Stufe ist schon. Ja. Müssen wir jetzt noch mal volle Pulle farmen. Oh, der Enderman hat Socken an. Ich bin tot. Ja, gut. Da kann man natürlich auch schnell rauskommen. Habe ich denn überhaupt Eisen? Nee. Das ist sad. Wofür kommt das übrigens heute nicht dabei? Weil, keine Ahnung, keine Lust. By the way. So die unwichtigen Dinge noch. Also, du hast noch Eisen. Natürlich habe ich. Hallo, was nimmst du mein Eisen? So, wie macht man das denn jetzt? Hallo, klau mein Eisen nicht. Weil sie teuer erschienen sind? Nee, eben nicht. Merk ich. Warum gibt's hier kein Dorf? Alter, wie craftet man überhaupt Schiene? Der Profi, Digga. Wie dumm und dämlich in dem Rezeptbuch, aber das gibt's nicht. Ah, ein Dorf! Alter, so, lost kann kein Mensch sein. So, wie ich denke, wie sie gebaut werden. Und wie denkst du, wie die gebaut werden? Okay, so werden sie nicht gebaut. Meinst du? Alter, ich hab gerade die falsche Taste gedrückt und habe nicht verstanden, warum das nicht alles auf einmal aufgesammelt hat. So baut man die. Ach, scheiße, er hat's herausgefunden. Ja, ich baue mal ein paar davon. So. 48 Stück. Lang doch. Junge, hast du mein ganzes Eisen da reingeballert? Nein, nicht dein ganzes. Aber etwas über die Hälfte. Alter. Sei doch froh, jetzt haben wir eine Zugverbindung. Junge, die Schienen bringen uns nichts. Warum? Du brauchst dafür noch solche Powerways. Alter, das ist jetzt deine Schuld. Warum ist es jetzt meine Schuld, wenn du keinen Kopf hast zum Nachdenken? Ist ja bescheuert im Leben, ey. Du kannst sie doch trotzdem fahren, hä? Ja, fahr mal jetzt so die Schienen lang. Hä? Ne, geht doch.
Guck mal, ich habe extra sogar für dich auch was mitgekocht. Ja, stark. Direkt neben unserem Haus. Ich. Hat's ab. Unserem. Meinem. Okay. Es hat mein Haus weggesprengt, ey. So ein. Halt, es. Es hat mein Haus weggesprengt. Nicht er hat mein Haus weggesprengt, nein, es. Jetzt hab ich keinen Strom mehr. Strom? Okay. Mein Haus besteht doch aus Strom. Achso, nee. Das... Achso, Stroh! Ich hab Strom verstanden. Strom. Ja, ja. Mein Haus besteht aus Strom. Okay, das ist wieder repariert. Außer das Loch im Boden, das nicht. Das wird jetzt wieder so ein Loch. Wie die anderen. Nee, wenn du da zumindest mal eine Fackel reinplatzieren würdest, dass da keine Monster spawnen. Nein, das ist doch viel zu teuer. Ja, genau. Viel zu teuer, ey. Aber Schienen bauen. Ja, Alter, wirklich. Lass mich. So. Natürlich bekommt das eine direkte Verbindung von mir. Ja, das wird gar nicht ausreichen, die Schiene. Merke ich auch gerade. Alter, das reicht ja gar nicht aus. Jetzt bin ich enttäuscht. Mach doch so einen Fluss dahin, so einen künstlichen Fluss, und dann kannst du mit einem Boot dahin fahren. Aber jetzt ist das nächste Loch kaputt. Vor allem das nächste Loch kaputt, ne? Wann können Löcher kaputt gehen? Keine Ahnung. Kannst ja einen Fluss hinbauen, so einen künstlichen Fluss, und dann... Ey, das sieht hässlich aus. Aber Schienen, die irgendwo stehen. Noah, ist doch gut. Jetzt kommt noch was. Sag mal, warum habt ihr denn alle kein Eisen? Okay, ich habe auch kein Eisen, aber... Achso, hier unten ist ja noch der... Höhlenforscher. Ah nee, das sind wir. Der heißt gar keine Ahnung. Der hat keinen. Ich gehe jetzt Eisen sammeln. Geh doch Eisen sammeln. Ich will jetzt eine Zugverbindung haben. Was machst du so? Ich suche einen Schmelzofen. Hab ich nicht zu Hause einen Schmelzofen? Haben wir? Keine Ahnung. Höhe 21 reicht das für Eisen aus. Ich weiß es nicht, was du von mir willst. Reicht Höhe 21 für Eisenfarmen aus? Ich weiß nicht mal, ob ich hier erstes bohren können. Aber ja. Oder können wir überhaupt Erze spawnen? Ich glaube nicht. Ich weiß, stimmt, warte mal jetzt, wo du das sagst, ich weiß das gar nicht. Das wäre jetzt nicht so gut. Ich glaube, das war nämlich das, halt. Warum wir das ganze Eisen auch ertraden mussten. Traden, ne? Wir haben zwar die Eisengolems getötet, aber egal. Achso, ja, stimmt. Da war ja was. Wir finden, können hier gar keine Erze finden. Das habe ich ja gar nicht bedacht. Du bedenkst vieles nicht. Du
Sonst hätte ich jetzt schon längst irgendwie Kohle gefunden. Ja, das stimmt. Das ist jetzt blöd. Was machen wir denn da jetzt? Neue Welt anfangen. Wo hoffentlich Ärzte sind. Oder Eisenfarben bauen. Okay, wie machen wir das? Wir kippen erstmal ein paar Villager. Und aber die werden dann immer in Eisenkohlen spawnen. Das Problem ist, wir brauchen Lava. Die wir nicht haben. Kann man Eisen traden? Nein. Nicht? Nein, kann man nicht. Das ist blöd. Ich hab Dorfbewohner, gibt dir ja freiwillig Eisen. Ich kann ja sein. Nichts kann sein. Alter. Wir sind hier in Minecraft. Ich erwarte von dem Spiel nichts. Was Realistisches. Ich bezweifle gerade, ob ich überhaupt renne. Einfach durch den Schnee sieht das so aus, als würde ich nur laufen. Das ist kritisch. Das heißt, ich muss jetzt auf Dörferjagd gehen? Um Eisengolem zu töten, ja. Wie hast du so viel Eisen gekriegt? Ich habe die Eisengolems abgeschlachtet. Stark. Ja, wie willst du sonst Eisen bekommen? Gibt ja sonst keine andere Möglichkeit. Ja, ich mach dann einfach einen Cut, wenn ich ein paar Eisengolems getötet habe. ich mache aber so einen Kill-Count. Alter, ein einziger. Oder 1,5. Wir sind doof. Hast du einen Eisengolem getötet und einen halben? Ich werde dann einfach so zusammenschneiden. Hast du einen halben Eisengolem getötet? Wenn es überhaupt noch Eisengolems gibt. In unserem Dorf gibt's eines. In mir gibt's auch Eisen. So. Das ist ja wunderschön. Oh, das will ich mitnehmen. Ich finde nicht mal Villager. Weil da ist ein Eisengolem. Ah, aber keine Villager. Wie macht man das? Wie macht man das? Wie tötet man einen Eisengolem? Wie tötet man einen Eisengolem? Ey, renn nicht weg! Ey, Elias, da renn weg. Und? Ich habe Eisen. Schön. Jetzt muss ich die ganze Zeit weiterlatschen. Eine Ewigkeit später. Ah, Schmiede. Hattest du 10 Dörfer voll mit Schmieden? Egal, vorbeigerannt. Okay, jetzt ist der Eisen. Hier der Eisen. Also, nächstes Dorf. Also, fass mal zusammen. Ich hab einen Boden, ich hab eine Steinhacke, ich hab ein Holzschwert und ich hab ein bisschen.
sowas noch nie gesagt. Ich dachte, die gehen schneller. Nein. Ich habe gesagt, du brauchst solche Speed-Schienen noch, also solche so Power-Schienen. Powerways, ja. Jetzt ist das Ding, du brauchst dafür Gold und Redstone. Ja. Wo kriegen wir das her? Also Gold. Hm. Also ich habe 4 Goldbarren von Tommys Truhe. Keine Ahnung, woher die der hat. Abgezogen. Aber das Ding ist, woher kriegt man die jetzt? Entweder Neta? Oder ich glaube aus irgendeiner Struktur, ich glaube Schmiede. Ja, ich sehe gerade in meiner Kiste habe ich auch noch welche. Könnt ihr mir sogar eine Power Rail machen, aber ich habe kein Redstone. Aus einer Schmiede? Glaube ich zumindest. Redstone kriegst du von so einem geistlichen Dings. Ach so. Im geistlichen. Ja, heißen die nicht so? Oder wie heißen die? Alter, die Dinger sind echt extremst langsam. Wusste ich jetzt nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so langsam sind. Ich schon. Nee, ich hatte die irgendwie schneller in Erinnerung. Du hast gar keine Erinnerung darüber, weil du sowas noch nie benutzt hast. Doch. Sag mal. Aber. Aber? Früher. Wo es mein Griff noch nicht gab. Naja. Bibliothekar, nee, du nicht. Geistlicher. Haben wir überhaupt sowas? Nee, so ein Fahrer haben wir nicht. Ach, wow. Er ist Christ. Aber wir haben gar keine Kirche. Nö. Stark. Sind die Villager christlich? Oder sind das Juden? Oder Moslems? Oder... WDF. Welche Religion gehören sie an? Oder gibt es überhaupt eine Religion? Vielleicht gibt es ja eine Minecraft-Religion. Wahrscheinlich eine Minecraft-Religion. Also sieht so aus. Es gibt ja den Minecraft-Gott. Die haben eine Schmiede, aber keinen. Alter, das sah gerade so aus, als würde der reiten auf einem Moon. Ah ja. Die haben eine Schmied, aber keinen. Ich habe einen Braustand, glaube ich, bei mir zu Hause. Ich auch. Na, du brauchst einen Braustand einfach nur. So. Ach, was bescheuert das. Wahrscheinlich brauchst du eine Kirche, damit du so einen Handel treiben kannst. Also, nee, das war mir schon klar, aber... Aber? Weiß nicht. Wolltest du noch mal eine Kirche sehen? Ja. Ich wollte lieber 10.000 Blöcke traveln, als mir nach Hause zu laufen und das Ding so. Achso. Macht Sinn. Jetzt regnet es schon wieder. Wie? Alter, das regnet die ganze Zeit. Okay, welche Arbeitslose? Du da. Du wirst doch kirchlich werden. Da. Welche Arbeitslose? Du doch. Arbeitslos. Ah, Redstone, ein Smaragd. Das lässt sich einrichten. Du hast keine Smaragde. Besam. Nee, das stimmt, habe ich wirklich nicht, aber. Aber ein Emerald-Block bei dir zu Hause. Ach, stimmt. Hatte ich ja gar nicht mehr im Kopf. Wo ist denn der Waffenschmied? Der Fallmacher, da bist du. Danke. So, jetzt habe ich einen Smaragd.
So. Jetzt gib mir zwei. Danke. So. Und was brauche ich noch? Ein Eisen oder ein Steak? Oder was brauche ich? Ah. Haben wir gemacht. Okay, jetzt haben wir kein Gold mehr, aber. Hey. Du. Ja, gut. Immer aller wie viel Blöcke muss man so eine Power. Ich glaube aller 6 Blöcke reicht zu, glaube ich. Ich weiß nicht, was es da ist. Musst du mal ausprobieren einfach. Also es reicht gar nicht. Ich hab die Jas. Wie, Moment mal, woher hast du Bias? Gecheatet. Nein, Spaß, Dwarf, Schmiede. Also. Ha, verbrennt ihr Zombies! So, jetzt muss man die natürlich noch irgendwie antreiben. Wetzen und Fackeln. Also ich hatte jetzt eher an Hebel gedacht, aber. Also. Ja gut. Das geht natürlich auch. Viele Wege führen nach Rom. Ja, ja. Aber keine mehr zurück. So. Actually, reicht plus eine. Nee, das geht eigentlich. Also wirklich, du irgendwie durch die 6 am Anfang bist du, hast du dann so einen Speed und wenn du die ganze Zeit W drückst, du kannst sowieso nicht mehr schneller werden. Okay. Okay. Also ist bis zum Dorf sowas hingeklatscht oder was? Ja. Okay. So löst man Probleme. Brauchst du noch beim Dorf so eine? Stimmt. Nee, sie. Hast aber nichts mehr. Nee, das stimmt. Stimmt, da hast du recht. Scheiße. Mein Vater regt sich gerade auf. Ich weiß gar nicht über was. Okay, dann baue ich einfach 2 hiervon ab. Klatsche hier auf die andere Seite. Okidoki. So, letztes Dorf und dann komme ich wieder zurück. Das ist so wie ein Hauptbahnhof. Und dass es kein Bahnhof ist. Ja. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir aktiv schneller sind dadurch, aber es ist entspannt. Boah, auf dem Pixel genau. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, ja, die Folge aller 54 Minuten ist doch lang genug, auch völlig gefühlt.
die Hälfte rausschneide. Ja, die Folge ist definitiv lang genug, würde ich sagen. Damit wäre es das auch für die Folge gewesen. Sterbe ich? Ah, nee, noch ein Dorf. Ein Dorf, ja. In der nächsten Folge werden wir vielleicht... Jo. In der nächsten Folge werden wir vielleicht den Bibliothekar so weit aufleveln, dass der uns endlich Glas gibt. Also nie. Weil es gibt kein Glas. Er gibt uns kein Glas. Nein, Spaß. Ja, dann werden wir gucken, was wir tun werden. Wir haben heute als Zusammenfassung diese geile Schiene gebaut. Diese geile Schiene. Halt nur eine Schiene. Ja. Scheiße, jetzt gehe ich in die andere Richtung. Okay, das habe ich noch nicht so mehr überlegt. Scheiße. Das wird doch schon wieder dunkel. Das verlief noch nicht so nach Plan. Lass mich rein. Ja, ich würde sagen, das war's für die Folge gewesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert, aktiviert die Glocke, um diese... Ich wollte gerade sagen, um diese geile Schiene zu verpassen. So ähnlich. Abonniert, aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert. Hab ich gerade schon gesagt. Eine Ewigkeit später. Eine Ewigkeit später. Ah ja, das wär's für die Folge gewesen. Bis zur nächsten Folge. Haut rein, Leute. Und ciao. Ciao.